Ich glaube, heute kann man mit Fug und Recht behaupten, wir sehen eines der besten Ru-251-Spiele, die dieser Kanal jemals gesehen hat. Und damit herzlich willkommen zur Karte Karelien und dem Ru-251. Er ist mit seinem 8er in ein 9er, 8er, 7er Gefecht gekommen. Sein Team hat es sogar geschafft, noch einen 5er mit reinzuschmuggeln. Und auf der Gegnerseite sehen wir einen Tier 6 als Low-Tier. Und jetzt schauen wir mal, was der Ru so leisten kann. Jetzt fährt er erstmal Richtung Gegner, beziehungsweise die Mitte der Karte ab, will hier erstmal den Spotter machen. Da ist doch schon mal einiges auf und er bedeckt jetzt hier die Mitte ab. Da ein schneller Hit auf den T-37, der ging fix. So, und jetzt den 1390, der sich hier den Weg Richtung Hügel hochbahnen will. Der trifft aber dann auf den Waffenträger gleich. So, und jetzt... Ah, da versemmelt er ein bisschen. Haut ihn hier in den Boden rein. Aber jetzt der zweite, der geht dann doch gut. Jetzt hat er sogar ein bisschen mal die Wartiefe getestet. Auch die funktioniert. Die Schüsse vereinzelt hier, aber alles halb so wild. Und hier jetzt da Richtung linker Flügel, wobei natürlich auch der AMX da immer noch hängt. Jetzt kommt er wieder hoch. Und da kriegt er doch oben schön einen rein. Und jetzt fährt er scheinbar auf den Waffenträger drauf, der AMX. Und jetzt macht er doch nicht etwa den Waffenträger hier weg. Waffenträger ist zerstört, es gibt's ja gar nicht. Zwar nicht durch den AMX, aber hat einen entscheidenden Beitrag an dem Ganzen. Er hat hier wirklich alles getan, um den zu unterstützen, aber die mittlere Position ist halt auch nicht mehr so das, was sie mal war. Und das ist auch gut so. Jetzt hier den IS-3 seitlich. Da schießt er natürlich kontinuierlich drauf. Und da ist er auch weg. Der T-34. One-Shot. Und ja, auch den nimmt er raus. Das ist eigentlich in der Kürze der Zeit ein Double-Kill. So, und jetzt Tiger 1. Auch der will jetzt ein bisschen Liebe, die bekommt er seitlich rein. Lädt hier jetzt HE, jetzt kriegt er von vorne den Schaden vom T20, ist hier gekettet. Aber scheinbar repariert er die Kette nicht. Nimmt erstmal lieber noch den Tiger mit. Ja, feine Nummer. So, der TVP, der haut hier ab und er versucht hier mit dem Ru, dem agilen Gerät, hier direkt nachzukommen. Jetzt ist er hier in der Anhöhe. Da sollte er den eine vergeben können. Ja, sehr gut. Da der 1390. Ah, der war bei Weitem nicht gut geaimt. Der hätte deutlich weiter vorhalten müssen. Aber jetzt, der kommt besser. Und da macht er ihn weg. Schon sein vierter Killshot. Sehr schön. Und der bedankt sich gleich mit GG Idiots, alles klar. So, jetzt der T20 und da auch noch der Waffenträger, da muss er aufpassen, dass er nicht hier vom Waffenträger mitgenommen wird. Jetzt den T20, der kettet ihn, Kette repariert er aber sofort. Er bleibt hier weiter auf den T20, aber der lässt sich natürlich auch da nicht abspeisen. Jetzt wird er hier gedeckt. Und jetzt kann er ihn rausnehmen. Fünfter Kill, kurz schon vor dem Krieger.
Ah, der Ferdinand, der ist natürlich aus dem Winkel nicht so der einfachste Gegner, aber mit der richtigen Munition geht's dann. Wir haben hier 250 Durchschlag mit Premium, 190 mit Normal AP und die HE-Granaten sind ja alle mittlerweile weg. So, Ferdi dreht sich jetzt hier drauf, konnte aber ketten, damit bekommt er den Spielunterstützungsschaden. Und der Ferdinand, der hat jetzt hier riesige Probleme und wird rausgenommen. Damit macht er seinen Krieger klar. Sehr gut. Also was er hier raushaut, das ist unglaublich. Er schwingt sich hier zum Top-Damage-Dealer auf. Muss aber natürlich aufpassen, seine Hitpoints sind so minimal, da freut sich jeder Gegner darüber. So, und jetzt geht's hier runter, da will er vielleicht mal ein bisschen seine Agilität nutzen und auch umfahren, könnte hier den VK gleich gefährlich werden. Der VK, der fährt da weg. Und da kriegt er direkt die Granate ins Heck. Und auch der Waffenträger bekommt da gleich mal den bösen Ruh zu spüren. Und wird zerstört. Siebter Kill. Bradley Walters, die schreit schon förmlich nach ihm. Und jetzt da der AMX-30 auch noch. Aber der ist im One-Shot-Bereich. Nur der Super Pershing, der könnte vielleicht noch was dagegen haben. Jetzt wird er sich dem AMX widmen und der ist raus. Super Nummer. Jetzt guckt der Super Pershing natürlich nur hier auf den Ruh. Den will er noch haben. Da weiß er genau, okay, den könnte ich mir noch erlauben, aber jetzt dreht er sich und dementsprechend kann er das Ganze nutzen. Gibt dem Ruh, dem Super Pershing ein, nochmal ein. Und jetzt brennt er hier scheinbar weg und da ist er zerstört. Bradley Walters hat er bekommen und wir haben über 6.500 Schaden im Light gemacht. Also, saugeile Runde. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch so eine Runde schnellstmöglich erleben werdet und das Adrenalin spürt. Mir hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.